Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe schon wieder zusammengepackt und werde mich jetzt aufmachen in Richtung Viadukt. Das ist nur, ich sag mal so 5 Minuten mit dem Auto von hier entfernt. Da werde ich jetzt hinfahren und mir das mal angucken. Und hoffentlich haben wir Glück und sehen auch die Überfahrt der Dampflok. Die soll um 10.45 Uhr sein. Noch ein bisschen mehr als eine Stunde sollten wir schaffen. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Down with my own doubts. Be free. Das ist es also, das Glenfinnan-Viadukt oder auch die Harry Potter-Brücke. Der wurde hier gedreht und an dem See, den ihr vorhin gesehen habt, könnt ihr mal vergleichen, ob ihr das irgendwie erkennt. Ich habe mal Bilder gesucht, ob man das irgendwie erkennt. Ja, mit viel Fantasie. Aber das ist der See, an dem Hogwarts steht, stand. Das Gebäude an sich ist computeranimiert, also das steht da nicht, das gibt es nicht, aber das soll der See sein. Und das eben diese Brücke, wo der Zug drüber gefahren ist. Das Viadukt lasse ich jetzt hinter mir und ich werde jetzt zu einer kleinen Hütte wandern. Diese Straße hier entlang gehen, in der man wohl kostenlos übernachten kann. Da soll es wohl auch Elektrizität und so ein bisschen was geben. Vielen Dank für den Tipp, Marc. Da laufe ich jetzt hin und dann gucke ich mir die mal an. Ist doch noch relativ früh, wir haben es 11 Uhr. Schauen wir mal, was ich da noch so mache. Also, jetzt gehen wir erstmal zu der Hütte. Also mit wir meine ich mich und euch. Es ist ja bekannt, dass man auf so einer Reise immer mal wieder Leute trifft. Jetzt gerade habe ich ein Pärchen aus Schottland getroffen und die haben mir dann erzählt, wo sie herkommen. Und jetzt mal an alle Schottland- und Sprachexperten da draußen. Mir wurde immer gesagt, es heißt nicht Edinburgh, sondern Edinburgh. Die beiden haben jetzt gerade Edinburgh gesagt. Was machen wir denn jetzt? Was ist denn jetzt richtig? Ja. Genauso ratlos wie ich. Also, vielleicht gibt es kein richtig oder falsch, aber das hat mich gerade ein bisschen gewundert, weil die müssten ja eigentlich wissen, wie man es ausspricht. Gut, ich wandere eine Runde weiter, ne? Bis später. Da ist das kleine Hütchen und ich dachte schon, es wäre das da. Ha. Ich nehme mal das kleine. Gucken wir uns mal so näher an. Da sind gerade welche reingelaufen. Kommen gerade wieder welche raus. Ich gehe jetzt auch mal dahin und dann gucken wir mal, was die Hütte so kann. Ne? Ansonsten nehmen wir einfach die. Na, das ist so ganz schön, dass es sowas gibt. Also hier kann man wohl auch übernachten. Hier gibt es Strom. Vielleicht. Oh ja. Ist eine Lampe angegangen. Also Strom gibt es hier auch.
Ja, wäre nicht meine erste Wahl, aber cool, dass es sowas gibt. Und wer da Bock drauf hat, es ist ungefähr eine Stunde von dieser Brücke entfernt. Kann man einfach mal hier hochlaufen. Ich gehe aber jetzt weiter noch um den Berg herum. Und dann bin ich irgendwann wieder am Auto. Und hier draußen ist die Sonne auch viel schöner. Kleiner Pool. War wirklich sehr schön bei dir. So, ich habe wieder meine Prinzessinnenfrisur, aber das mache ich nur, damit meine Haare jetzt schön trocknen. Es war arschkalt, aber es war wirklich toll, mal wieder in kaltes Wasser zu springen. Und für diejenigen, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, ich habe mir in Finnland meine Zehen abgefroren, meine zwei großen Onkel, und die kommen so langsam wieder, und das war jetzt gerade nicht ganz so schlimm für die. Ja, normalerweise meide ich so ein bisschen die Kälte gerade, aber das war ganz gut, das tat wirklich gut. Und klar, ich habe mich ja vorher bewegt mit der Wanderung und so weiter, oder mit dem Weg hier hoch, da waren die ein bisschen aufgeheizt. So, ich werde jetzt da vorne weiterlaufen, dann darüber, und dann schauen wir mal, wohin mich der Weg noch führt. Vielleicht noch zu einem zweiten Wasserfall mit Bademöglichkeit. Schauen wir mal. Das war's dann jetzt mit meiner Wanderung und meinem Besuch des Glenfinn-Viadukts, der Harry Potter-Brücke. Ich mache mich jetzt auf den Weg zurück zum Auto und werde dann noch mal kurz in die Stadt fahren und ein paar Getränke einkaufen, und werde dann wieder zu meinem Schlafplatz, wo ich auch heute Nacht schon war, wieder zurückfahren, Zelt aufbauen und dann den Tag ausklingen lassen. Wir haben jetzt 15 Uhr, also noch nicht ganz so spät, aber damit ich noch ein bisschen was geschafft kriege, geht es für mich jetzt zurück. Zap, zap, so schnell geht das.
Dachzelt steht schon wieder. Ich bin wieder an meinem Platz, wie gestern auch. Ich war gerade noch einkaufen, habe mir ein bisschen Grillfleisch geholt. Da vorne ist ein kleiner Feuerplatz, eine kleine Feuerstelle. Da werde ich mir jetzt gleich ein Feuer machen und dann auch ein bisschen grillen und dann zu Abend essen. Ich verabschiede mich dann heute bei euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Dieses Video ist dann jetzt auch zu Ende. Also bis später.